Hey Freunde und herzlich willkommen zu diesem etwas anderen Video, in dem ich euch sechs Teams vorstellen werde für den Karrieremodus in Pro Cycling Manager 2022. Und das sind sechs Teams, die ich mir ja sehr sorgfältig rausgesucht habe, um ja euch einfach ein paar Ideen, Inspirationen, Anregungen zu geben für einen wirklich spannenden Karrieremodus mit auch so ein paar Gedanken, mit ein paar Challenges so im Hinterkopf, die man da so angehen kann. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein ins erste Team. Das allererste Team, das ich vorstellen möchte, ist Groupama FDJ. Das momentan stärkste französische Team rund um David Gaudu und Stefan Küng, genauso wie Arnaud Démare, ist natürlich auch zu nennen, sind ein bisschen ja, breit aufgestellt, haben halt verschiedene ja, Typen von Rennen und Qualitäten, die sie mitbringen. Insgesamt würde ich sagen, dass hier einfach der Reiz darin liegt, ja wieder einen französischen Fahrer die Tour de France gewinnen zu lassen. Es ist nun schon einiges her. Und wenn irgendein Team dem wirklich gerade am nächsten ist, dann wohl Groupama FDJ. Ob David Gaudu dazu ausreichend ist, ist tatsächlich die Frage. Vielleicht braucht ihr da auch eure eigenen Fahrer noch den einen oder anderen Transfer, damit das wirklich möglich ist. Sollte aber auf jeden Fall auch eine Herausforderung sein in einem trotzdem sonst sehr starken Team. Deswegen würde ich sagen, das ist ein super erster Einstieg für einen Karrieremodus in Pro Cycling Manager 2022. Das zweite Team, das ich vorstellen möchte, ist Team DSM, ehemals auch Sunweb oder Giant Shimano, meine ich, haben häufiger jetzt den Sponsor gewechselt, sind jetzt offiziell auch lokalisiert in den Niederlanden, haben aber eben noch einige der deutschen Fahrer, auch ein paar neue, aber auch alte Gesichter wie Nikias Arndt oder John Degenkolb, der auch schon Ewigkeiten bei diesem Team ist. Gleichzeitig haben sie aber auch Romain Bardet, auch hier wieder natürlich die Möglichkeit, die Tour de France zu gewinnen, allerdings auch sehr schwer und er ist eben auch schon 31 Jahre alt. Dafür hat man noch andere Qualitäten. Junge Sprinter, junge Klassementfahrer. Auf jeden Fall ein Team, das ja gerade sich neu definieren wird. Und ja, eine große Herausforderung, aber auch, denke ich mal, eine spannende Herausforderung hier ein buntes Team. Wahrscheinlich hauptsächlich um Niederländer und Deutsche rumzubauen, wo man vielleicht auch mal das ein oder andere Talent dann verpflichten kann. Und als drittes Team und als erstes der zwei Continental Pro Teams. Ja, ist es Alpecin Phoenix. Was soll ich groß sagen? Es war vielleicht schon fast zu vermuten, aber dieses Team ist natürlich einfach sau spannend und interessant zu spielen. Wir haben natürlich Mathieu van der Poel, ich möchte nicht sagen der Beste, aber auf jeden Fall einen der besten Fahrer überhaupt. Wir haben Tim Elie, aber wir haben auch noch einen Jasper Philipsen mit gerade mal 23 Jahren. Absolutes Sprint-Talent. Werden auf jeden Fall aussteigen in World to Das ist gar nicht die Challenge. Aber da wirklich auch den Aufstieg nachhaltig zu schaffen und wirklich ein Team aufzubauen, was in der World Tour eben nicht nur Sprint- und Kopfsteinpflaster-Etappen oder vielleicht auch noch den einen oder anderen Klassiker mit Van der Poel gewinnen kann, sondern eben auch noch andere Sachen reißen kann. Das wird uns so ein bisschen die Herausforderung sein und werden. Und ich denke, ja, es ist einfach cool und ich glaube mit Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen und so weiter, das macht auf jeden Fall schon sehr viel Spaß. Als nächstes Team möchte ich Uno X Pro Cycling Team vorstellen. Es ist ein norwegisches Team und wir sehen das ja auch relativ gut. Vor allem Norweger, wir haben ein paar Dänen und vor allem aber auch sehr viele sehr junge Fahrer. Und große Talente wie zum Beispiel Tobias Halland, Johannessen. Ja, aber ich meine, hier kann man auch einfach sich den Namen anschauen. Das sind auf jeden Fall einige Talente dabei und ich denke, das wird auch so eine Sache sein, die sich wahrscheinlich noch über die ersten Saisons ziehen wird. Was hier auch einfach als Challenge so ein bisschen mitbedacht werden kann, ist wirklich ja auf die Skandinavier zu setzen. Ich denke mal, das könnte so eine kleine Herausforderung sein, der man sich ja selbst in die man sich selbst setzen könnte in diesem Fall und die diesen Karrieremodus sehr, sehr spannend machen könnte. Bike Aid wäre das nächste Team, was sich für einen spannenden Karrieremodus anbieten würde. Ja, dieses Projekt ist natürlich an sich schon mal ziemlich cool und ihr seht das hier. Wir haben ja eine
breite Auswahl an Nationalitäten für ein Kontinentalteam. Und es ist auch so ein bisschen halt eben das Prinzip, was dahinter steht. Wir haben auch hier ein paar Talente mit dabei. Und ich würde sagen, Bikeaid ist einfach nur ein cooles, spannendes Projekt, was man einfach auch mal in Pro Cycling Manager 2022 ausprobieren könnte, dass man halt auch eben deutsche Fahrer hat, aber auch welche vom afrikanischen Kontinent und das so ein bisschen mischt und dann eben aber auch die Rennen halt mitfährt, die auf dem afrikanischen Kontinent stattfinden. Das sind ja dann auch nochmal ein paar andere. Hat man auf jeden Fall auch neue Rennen, die man fahren kann, was natürlich auch nochmal ein Anreiz ist, um dieses Team für den Karrieremodus auszuwählen. Und als allerletztes möchte ich euch jetzt noch Hagens Bermann Axion ans Herz legen. Ihr seht vielleicht auch schon ein kleines Muster. Das ist das Alter. Wir haben wieder eine große Anzahl an Talenten. Und ja, Hagens Bermann Axion ist einfach die Talentschmiede durch und durch. Haben auch, ich glaube, 2018, 19 sind sie Pro Continental gewesen, also die Division drüber. Eines der besten amerikanischen Teams zu dem Zeitpunkt gewesen. Und vor allem, wie gesagt, eine riesige Talentschmiede. Und genau das sind sie jetzt nach wie vor noch. Ihr werdet da direkt ja die Entwicklungssprünge sehen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die mir auch mit am meisten Spaß macht. Ja, ist die Talentschmiede unter anderem, glaube ich, von Mikkel Bjerg und Joao Almeida und Jasper Philipsen. Also da kommen schon ganz große Namen her. Und ja, wirklich auch ein Team, wo der Karrieremodus einfach richtig Sinn machen würde. Und zusätzlich haben die auch noch ein echt cooles Trikot, wie ich finde. Also ja, das würde ich euch auf jeden Fall auch noch empfehlen. Und ich denke, immerhin eines der sechs Teams wird euch angesprochen haben. Wahrscheinlich sogar mehr. Also wie gesagt, das sind meine Empfehlungen für den Karrieremodus in PCM 2022. Ja, es gibt natürlich noch ganz viele andere Optionen. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist die richtige Mod auszuwählen. Das ist die WorldDB 2022. Da habt ihr alle Teams, da habt ihr alle aktuellen Trikots und auch Stats und so weiter. Hier seht ihr auch, hier seht ihr auch was drin ist. Und die wird auch ständig geupdatet. Kann ich euch nur empfehlen und ans Herz legen. Damit habt ihr wirklich ja, die besten Voraussetzungen für einen richtig coolen Karrieremodus in diesem Spiel. Also, ich danke euch fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und bye bye.